Grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kurier Checkpoint. Heute reden wir über ein besonders spezielles Thema, das aber doch alltäglich ist. Synthetische Drogen. Und dazu begrüße ich bei mir im Studio einen absoluten Top-Experten, Herrn Dr. Reitelhuber, bei der UNO Experte für synthetische Drogen. Herzlich willkommen. Danke, danke für die Einladung. Herr Doktor, fangen wir einmal so an. Wir hören immer wieder, dass synthetische Drogen in sind, in Diskotheken allgegenwärtig, angeblich. Stimmt das eigentlich? Ja, synthetische Drogen wie zum Beispiel Methamphetamin oder Ecstasy sind ja schon länger auf dem Markt. In den letzten Jahren sind aber sehr viele neue psychoaktive Substanzen hinzugekommen. Und ich denke, da spielt am Anfang natürlich immer auch die Neugier eine Rolle. Was ist das? Das möchte man vielleicht mal ausprobieren. Der Preis ist auch immer natürlich ein wichtiges Argument. Diese synthetischen Drogen waren günstiger als vergleichbare, schon länger eingeführte Drogen. Und wichtig hier auch, am Anfang hatte der Verkauf dieser Drogen auch den Anschein der Legalität. Denn es war unklar, ist das überhaupt verboten, sind die unter Kontrolle? Das hat sich in der Zwischenzeit zum Glück geändert. Aber das spielte natürlich eine wichtige Rolle, weil manche Leute auch die Möglichkeit gesehen haben, hier in kurzer Zeit sehr viel Geld zu verdienen, ohne eine Gefängnisstrafe zu riskieren. Gibt es jetzt irgendwie Zahlen? Sie sind ja international tätig, Sie reisen in Ländern herum, da kommen wir eh noch später dazu. Gibt es Zahlen, die man irgendwie belegen kann? Kann man da von einer Steigerung sprechen? Sie haben gerade gesagt, es gibt es eh schon seit mehreren Jahren. Gibt es da eine Entwicklung? Ja, ganz, ganz klar. Wir haben allein in den letzten 10 Jahren über 1.100 dieser neuen Substanzen festgestellt. Wir haben ein eigenes Frühwarnsystem sogar eingerichtet, das sich diesem Thema widmet, hier in Wien bei der UNO mit einer Datenbank, die alle diese Substanzen klassifiziert. Eine Entwicklung kann man auch feststellen. Auch wenn die Anzahl der bekannten Substanzen jedes Jahr zunimmt, ist doch die Rate der Innovation, also wie viele Substanzen kommen jedes Jahr neu auf den Markt, etwas im Rückgang begriffen. Am Anfang hatten wir 100, sogar über 100 ganz, ganz neue Substanzen, die in einem Jahr auf den Markt kamen. Inzwischen ist es etwa auf 50 neue Substanzen zurückgegangen und wir sprechen hier von einer gewissen Marktkonsolidierung. Jetzt frage ich als Laie einmal, was sind synthetische Drogen überhaupt? Amphetamin, höre ich, nimmt man ja auch zum Drogenentzug oder wie ist das? Sind das Medikamente, die man neu mixt oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, synthetische Drogen sind einfach gesagt Substanzen, die synthetisch hergestellt werden, die also mit Chemikalien hergestellt werden. Viele dieser Chemikalien sind auch im Gebrauch in der Industrie zum Beispiel. Und in einigen Fällen kann man auch mit relativ einfachen Prozessen aus diesen Grundsubstanzen, man nennt das auch Vorläufersubstanzen, dann eine synthetische Droge herstellen. Und das erklärt vielleicht auch eine weitere Attraktivität, dass eben diese Grundstoffe, diese Vorläufersubstanzen gut verfügbar sind, weil man sie eben auch in der Industrie zum Beispiel braucht oder auch in der pharmazeutischen Industrie. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Wie werden die also hergestellt? Ist das so wie bei Breaking Bad? Muss ich nur ein Chemieprofessor sein? Kann ich das dann auch schon? Oder wie läuft das ab? Oder sind das doch große Labors irgendwo im Dschungel, wie man es im Film sieht, bei Pablo Escobar? Gut, das war Kokain. Also wie muss ich mir das vorstellen? Wie werden die hergestellt? Ja, tatsächlich gibt es all diese Situationen, die Sie beschrieben haben. Vom kleinen Küchenlabor, das dann vielleicht auch mal in die Luft fliegt, weil es eben jemand doch nicht so gut verstanden hat, diese Prozesse zu kontrollieren. Es ist also auch hochgefährlich, diese Drogen herzustellen, vor allem wenn man nicht die notwendige Kenntnis und das notwendige Instrumentarium hat. Es gibt aber auch tatsächlich wirklich industriell, quasi industriell organisierte illegale Drogenlabore,
Die gibt es jetzt nicht nur zum Beispiel von Methamphetamin im sogenannten goldenen Dreieck, da im Grenzgebiet von Myanmar, Laos, Thailand, sondern es gibt diese Drogenlabore auch in Europa. Okay. Ja, also zum Beispiel in den Niederlanden wurden schon ausgezeichnet ausgestattete illegale Drogenlabore ausgehoben in den letzten Jahren. Mhm. Es gibt aber auch Drogenlabore, man nennt das so Shake and Bake, ja, wo Leute praktisch daheim in der Küche mal schauen, was so geht. Ja. Jetzt eine Zwischenfrage, das heißt, so wie Sie mir das beschreiben, ist es eigentlich komplizierter als wie die Herstellung von Kokain oder so, weil da fliegt meines Wissens nichts in die Luft. Ja. Also braucht es schon mehr Know-how bei den synthetischen Drogen, oder sehe ich das falsch? Grundsätzlich würde ich schon sagen, weil es eben eine tatsächliche Synthese von Chemikalien ist. Und dieser Syntheseprozess muss verstanden und kontrolliert werden. Mhm. Im Fall von den pflanzenbasierten Drogen wie Kokain oder auch Heroin handelt es sich in erster Linie um eine Extraktion. Das heißt, die Droge ist an sich schon in der Pflanze vorhanden und wird dann herausgelöst in einem chemischen Prozess und dann manchmal noch weiter verarbeitet. Aber das ist der wichtige Unterschied hier zwischen den synthetischen Drogen, wo eine Reaktion stattfindet verschiedener Chemikalien, und den pflanzenbasierten Drogen, wo es in erster Linie um eine Extraktion, um ein Herauslösen des Grundstoffs aus der Pflanze geht. Also ich sage es jetzt vielleicht etwas seltsam, von der normalen Wirtschaft auf diese Untergrundwirtschaft, da muss man schon auch Fachkenntnisse und also Facharbeiter sein. Da sind sicher viele Leute tätig, die tatsächlich ein großes Fachwissen haben. Mhm. Das muss nicht immer Fachwissen sein, was man von der Universität vielleicht hat, sondern es kann natürlich auch Fachwissen sein, was sich die Leute über die Jahre angeeignet haben, durch Trial and Error, durch Versuche. Aber tatsächlich ist es nichts, was man jetzt einfach mal so kurz am Wochenende ausprobieren könnte oder sollte. Und was kommt dabei heraus? Gibt es synthetische Drogen dann nur in Form von Tabletten oder auch von Flüssigkeit? Oder wie muss man sich das vorstellen? Tatsächlich gibt es synthetische Drogen in all diesen Formen. Mhm. Üblicherweise denken wir an das weiße kristalline Pulver. Ja. Das ist tatsächlich eine übliche Verkaufs- oder Darreichungsform. Es gibt aber synthetische Drogen auch in Tablettenform. Ecstasy ist ja praktisch das Beispiel, was viele Menschen kennen werden. Mhm. Auch Methamphetamin oder Amphetamin wird oft in Tabletten gepresst und dann oral eingenommen. Es gibt allerdings auch gerade im Bereich neue synthetische Drogen die Droge zu verflüssigen und sie dann auf Pflanzenmaterial aufzubringen, das dann geraucht werden kann. Hm. Ja, das ist vor allem im Bereich der synthetischen Cannabinoide eine wichtige Verbreitungsform. Herr Dr. Weitelhuber, Sie haben schon angesprochen, das ist nicht so klassisch immer das goldene Dreieck und so, sondern diese Labore gibt es überall in Europa. Gibt es da globale Zentren, die man ausmachen kann, dass man sagt, dort, weiß ich nicht, rund um Holland, die eh schon verschrieben sind ein bisschen, oder ist das wirklich flächendeckend? Oder gibt es globale Zentren rund um den Globus, wo man sagt, da immer wieder, von dort kommen sie her? Also eine wichtige Eigenschaft der synthetischen Drogen ist ja gerade, dass sie nicht an ein bestimmtes Anbaugebiet gebunden sind, wie zum Beispiel der Coca-Busch wächst einfach nicht überall. Hier in Österreich zum Beispiel wird er nicht wachsen. Mhm. Ja, auch beim Schlafmohn haben wir das. Sondern synthetische Drogen können grundsätzlich überall da hergestellt werden, wo die Chemikalien vorhanden sind, wo jemand das notwendige Know-how hat und das Equipment besitzt. Ja. Das ist auch eine der Pluspunkte, wenn man so will, der Herausforderungen natürlich auch, die die synthetischen Drogen darstellen. Es gibt also die Herstellung von synthetischen Drogen im Prinzip überall, aber nicht überall mit gleicher Intensität. Mhm. Insofern wissen wir schon aus den Berichten der Länder, dass es Schwerpunkte gibt. Goldenes Dreieck haben wir schon angesprochen, in Asien, vor allem für Methamphetamin, Europa
haben wir auch schon genannt. Hier haben wir traditionell eher die Amphetamin- und Ecstasy-Herstellung, aber in letzter Zeit auch vermehrt Methamphetamin. Mhm. Und in Mexiko, die mexikanischen Kartelle sind also jetzt nicht nur im Kokainhandel tätig, das ist ja schon länger der Fall und auch sicher bekannt, sondern auch vermehrt im Bereich Methamphetamin und noch neuer auch im Bereich von illegal hergestelltem Fentanyl, einem Opioid, also einem Stoff, der so ähnlich funktioniert wie Heroin, aber um ein Vielfaches stärker ist. Mhm. Also wir sehen einmal, es gibt diese regionalen Schwerpunkte, aber im Prinzip ist es ein Problem, das also weltweit alle Länder betrifft oder auch betreffen kann. Mhm. Und es gibt auch Veränderungen, welche Drogen hergestellt werden. Und hier kommen wir wieder auf das Thema der Innovation. Es wird also auch immer wieder etwas Neues probiert. Das ist damit, die müssen ja Wissenschaftler haben, oder? So, auf jeden so Fall, wie bei James Bond, so böse. Das ist ein sehr technisches Thema. Ja. Hier in Wien bei der UNO haben wir sehr viele Chemiker, auch Pharmazeuten, die sich mit diesen Fragen beschäftigen und natürlich auch Beratungsleistungen für die Länder anbieten und auch Training. Mhm. Also was viele vielleicht gar nicht wissen, ist, dass hier in Wien bei der UNO das einzige in Anführungszeichen Drogenlabor der Vereinten Nationen besteht und das schon seit über 60 Jahren. In diesem Labor werden dann auch Methoden zur Identifikation dieser Substanzen ausprobiert, getestet, denn das muss ja alles dann auch nach internationalen Standards stattfinden können in den forensischen Laboren der Mitgliedstaaten. Das heißt, Wien ist eigentlich das Zentrum bei der Bekämpfung von synthetischer Drogenkriminalität, oder? Was jetzt die internationale Arbeit, kann man schon sagen, hier in Wien mit dem United Nations Office on Drugs and Crime ist der Drogenschwerpunkt der Vereinten Nationen. Ja. Stehen dahinter, Sie haben schon angesprochen, Mexiko, das sind also offenbar die bekannten Kartelle, die sozusagen hier ein neues Geschäftsfeld entdeckt haben. Wie schaut das aus? Ich komme wieder zum Film Breaking Bad. Ja. Kleine Organisationen, regionale Einheiten oder sind da große Mafia-Organisationen dahinter? Also die Frage, steckt dahinter eher die klassischen Mafia-Strukturen, also von Cosa Nostra bis Tijuana-Kartell? Ja. Oder entstehen da neue Untergrundorganisationen? Ja, sehr, sehr interessant. Am Anfang, als diese neuen psychoaktiven Substanzen auf den Markt gekommen sind, also wir reden hier von einem Zeitraum von vor etwa 10 bis 15 Jahren, da waren es oft Individuen, also auch oft Menschen, die vielleicht mit der organisierten Kriminalität noch nie etwas zu tun hatten, die aber hier eben die Chance auf das schnelle Geld gesehen haben, die im Kilobereich Substanzen geordert haben übers Internet und dann lokal oder im Land eine Vermarktungsstruktur aufgebaut haben. Mhm. Als der Markt aber größer geworden ist, ist natürlich auch die organisierte Kriminalität verstärkt darauf aufmerksam geworden und hat sich engagiert und heute auch durch die stärkeren Kontrollen, durch die bessere Gesetzgebung hat sich viel von diesem ursprünglichen Internethandel ins Darknet, auch in den versteckten Teil des Internets verlagert. Und da sind dann größere Gruppen aktiv und es geht jetzt weniger um diese Einzelperson, die hier versucht, ein Business aufzubauen. Mhm. Ja, und da, ich habe es schon erwähnt, also sobald natürlich hier der Markt größer ist und auch die Gewinne realisiert werden können, ist natürlich die organisierte Kriminalität auch immer dabei. Kann man sagen, welche organisierten Mafia-Organisationen da besonders spitze sind oder lässt sich das nicht so scharf machen? Also ich würde jetzt keine Einzelnen nennen. Es sind die Gruppen... Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Bei Kokain weiß man, dass die Ndrangheta sehr stark ist. Ja? Ja. Also Entschuldigung, wie ist das bei den synthetischen Drogen? Ja. Also im Grundsatz sind es die gleichen Gruppen der organisierten Kriminalität, die jetzt auch im Handel von Kokain und Heroin tätig sind. Es gibt eine Gruppe, die man jetzt vielleicht besonders herausheben kann. Ich erwähnte schon die mexikanische
Methamphetamin und Fentanyl-Produktion. Was festgestellt wurde, ist, dass die mexikanischen Kartelle, zum Beispiel das Sinaloa-Kartell, jetzt vermehrt auch in Europa tätig werden, und zwar genau im Bereich synthetische Drogen bei der Methamphetaminproduktion. Das war vorher so nicht der Fall. Die mexikanischen Kartelle haben den Handel und die Verschiffung organisiert in Europa, und sie nannten dann schon europäische, ja, Mafia-Gruppen, die dann hier den Weitertransport und die Verbreitung organisiert haben. Wir sehen hier also auch eine neue Entwicklung eines direkten Engagements von mexikanischen Kartellen in dem speziellen Bereich synthetische Drogen. Interessant. Wie groß ist eigentlich der Markt in Österreich? Lässt sich das irgendwie beziffern? Es ist immer schwer abzuschätzen, wie groß ein Markt ist, der ja illegal ist und im Versteckten stattfindet. Man kann ganz klar sagen, dass zum Beispiel Drogen wie Methamphetamin in Österreich nach wie vor keine große Verbreitung finden, zum Glück. Ja, es ist ja eine sehr gefährliche Droge, und dass auch die große Anzahl der neuen psychoaktiven Substanzen bisher kaum Fuß gefasst hat auf dem Markt. Es gibt natürlich immer Einzelpersonen und kleine Gruppen, die sich dafür interessieren. Aber man kann auch ganz klar sagen, also die große Ausbreitung dieser neuen Substanzen, die man befürchtet hat am Anfang, die hat so nicht stattgefunden. Wie komme ich eigentlich als Konsument dazu? Muss ich da ins Darknet gehen oder am Mexiko-Platz in Wien? Wie funktioniert das? Also es findet natürlich auf vielfältige Art und Weise statt. Das Internet hatte ich schon erwähnt. Heutzutage ist es nicht mehr so einfach, sozusagen im normalen World Wide Web Drogen zu ordern. Man muss dann schon ins Darknet gehen und sich da auch etwas auskennen, wo ich was finde. Das findet nach wie vor statt, auch wenn die Polizeiinstitutionen auch immer wieder große Erfolge auch gegen diese Dark Web Marktplätze erzielen können. Aber die psychoaktiven Substanzen, die etwas weiter verbreitet sind, findet man auch im Straßenverkauf. Aber die große Anzahl dieser über 1100 Substanzen, die eignet sich allein schon wegen der Anzahl und der Unüberschaubarkeit praktisch der Produktpalette jetzt nicht unbedingt für den Straßenverkauf. Mhm. Was aber vielleicht wichtig ist zu erwähnen, ist, dass auch Konsumenten möglicherweise unbewusst viele dieser Substanzen zu sich nehmen, weil sie auch als Streckmittel verwendet werden, zum Beispiel in Ecstasy. Tabletten sollte normalerweise nur der Stoff MDMA drin sein. Tatsächlich zeigt dann aber die Analyse im Labor, dass oft eine Vielzahl von anderen Substanzen auch mitverwendet wird, die eventuell eben günstiger zu erhalten sind für die Drogenhändler und als Streckmittel mit zugegeben werden. Sie haben schon gesagt, die sind sehr gefährlich. Wie gefährlich sind sie? Gefährlicher als Kokain oder Heroin? Ja, wir vergleichen jetzt natürlich eine große Anzahl sehr unterschiedlicher Substanzen mit einer bekannten Droge. Mhm. Aber man kann schon sagen, dass einige dieser synthetischen Drogen hochgefährlich sind. Bekannt geworden sind in letzter Zeit vor allem die synthetischen Opioide, also Stoffe, die ähnlich wie Heroin wirken, aber in vielen Fällen deutlich stärker wirken. Also eine sehr viel kleinere Dosis, einen sehr viel größeren Effekt hat. Und diese synthetischen Opioide spielen zum Beispiel eine große und tragische Rolle in den Vereinigten Staaten momentan, wo die letzte Zahl sind, über 100.000 Drogentote zu beklagen waren im letzten Jahr. Und ein großer Teil dieser über 100.000 Drogentoten, praktisch die Einwohnerzahl von Klagenfurt, ist auf synthetische Opioide zurückzuführen. Mhm. Also das zeigt schon, die Wirkung einiger dieser Substanzen ist hochgefährlich und das schon in sehr, sehr kleiner Dosis. Das macht es dann auch sehr schwierig, diese Substanzen zu handhaben. Mhm. Das ist Verleihen eigentlich schon gar nicht mehr möglich. Also wenn man diese Substanzen im Labor hat, dann wird Schutzkleidung getragen. Ja? Die sind so gefährlich, dass man hier spezielle Maßnahmen treffen muss. Und dennoch sind sie auf dem Markt, und wo sie auf dem Markt sind, da haben sie oft dann auch tödliche Konsequenzen. Ja.
Was kosten die? Wie muss ich mir das vorstellen? Programm oder wie ist das mit dem Preis noch? Ja, die Attraktivität, das erwähnten wir schon. Der Preis ist natürlich immer Teil der Attraktivität und der Verbreitung. Also insbesondere die Drogenhändler, die synthetische Drogen dann im großen Maßstab herstellen, können das für relativ günstige Kosten machen. Mhm. Was dann vom Konsumenten verlangt wird, ist oft das, was eben geht. Ja, also wir finden hier große Unterschiede auf der Konsumentenseite. Das zum Beispiel für ein Gramm Methamphetamin, das kann schon für 20 Euro über den Tisch gehen praktisch. Mhm. Aber es gibt auch Hochpreisländer, wo die Preise in die Hunderte von Dollar gehen. $500, 600, $700 in Ländern wie Japan und Australien. Und wer, letzte Frage, wer sind die Konsumenten? Ja, ich glaube, die Konsumenten sind so breit, wie die Drogen unterschiedlich sind. Synthetische Drogen decken eigentlich alle Effektgruppen ab, die auch traditionelle Drogen abdecken. Die Opioide, die Heroinartigen haben wir schon angesprochen. Es gibt aber auch die stimulierenden Drogen, die eher in Richtung Kokain oder Ecstasy gehen. Und es gibt Drogen, die eine eher beruhigende Wirkung haben oder eine halluzinogene Wirkung, Halluzinationen auslösen. Also synthetische Drogen decken heutzutage alle diese Felder ab mit einer Vielzahl von Substanzen. Und dementsprechend breit ist natürlich auch das Profil der Drogenkonsumenten. Ja, Herr Dr. Reitelhuber, vielen Dank. Sie haben uns einen tollen Einblick in diese neue oder nicht mehr ganz so neue Welt der Drogenkriminalität gegeben. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Sie reisen ja auch viel um die Welt und schauen sich sozusagen die Zentren an. Viel Glück dabei bei Ihren Vorhaben. Auch Ihnen, meine Damen und Herren, einen schönen Tag noch. Das war's für heute beim Kurier Checkpoint. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.